Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de und heute habe ich mir mal wieder den Felix eingeladen. Felix war schon mal da von Insert Coin, der super tollen Videoshow. Schön, dass du wieder dabei bist. Hi, danke, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auch schon wieder drauf. Ich hatte ja so ein bisschen Schiss, dich das zweite Mal einzuladen und dachte, du bringst gleich den Anwalt mit, um uns zu verklagen wegen dem Namen. Ach so, nee, also warum, ist doch super, passt doch alles. Ja, finde ich auch. Ja. So, ich habe auf Facebook gesehen, dass du dir ein Neo Geo X gekauft hast und dann dachte ich, lade ich dich doch direkt dazu ein, ist doch ein super Thema für den Podcast. Erklär doch mal kurz, was überhaupt dieses Neo Geo X ist und warum es sich lohnt, über sowas Altes zu reden. Ja, warum es sich lohnt, über sowas Altes zu reden, aus dem Grund einfach, weil das Neo Geo damals in Zeiten von Mega Drive und Super Nintendo wirklich das Spielhallenerlebnis 1:1 nach Hause gebracht hat, wie keine andere Konsole. Also wirklich, man hatte dann zu Hause Spielhallengrafik, was eben bahnbrechend war, weil Super Nintendo und Mega Drive, die waren zwar schon ganz hübsch, aber konnten da natürlich nicht mithalten. Allein schon, was die Darstellung von Farben gleichzeitig angeht und so weiter und so fort, die Größe der Sprites und all sowas. Und SNK ist ja eine Spielhallenfirma und dann die haben eben diese Konsole rausgebracht, die schweineteuer war. Ich habe damals 1000 Mark für eine Konsole gelatzt. Das sind 500 Euro, da war ein Spiel dabei. Und die Spiele, die Module, die waren ja schon so groß, fast wie eigentlich im Super Nintendo, fast schon. Und die Module haben ja auch so um die 300 Mark gekostet, was 150 Euro sind, was auch unglaublich krass damals war. Deswegen hatte ich auch nur zwei Spiele, eins, was mitgekommen ist und eben eins, was ich mir dann später mal nochmal geleistet habe. Und jetzt ist halt eben das Neo Geo X rausgekommen, was im Endeffekt das Neo Geo in Handheld-Form ist. Darauf sind 20 Spiele vorinstalliert. Man kann das, also wenn man dann die Neo Geo X Gold Edition bestellt hat, dann kam noch so eine Docking Station mit. Die sieht so aus wie die Neo Geo Konsole, die kann man aufklappen. Dann kann man diese Handheld-Konsole da reinstecken und dann kann man die per HDMI an den Bildschirm anschließen und kann es dann auch auf dem normalen Fernseher zocken. Also ich habe neulich mal so einen goldenen Competition Pro geschickt bekommen mit USB-Anschluss. Ja, so von diesem alten Amiga und das war quasi auch so eine Jubiläumsedition und so muss man sich das jetzt auch vorstellen, also quasi die sieht aus wie die alte Neo Geo, hat aber keine Kompatibilität mehr mit den alten Modulen, sondern hat eigentlich quasi nur noch das Äußere und man steckt sie per HDMI an den modernen LCD. Genau, also es sind auch keine Module mehr, wie gesagt, es sind 20 Spiele drauf installiert. Bei dieser Limited Edition, die man am Anfang als Vorbesteller bestellt hat, da war dann noch eine Gamecard, was im Endeffekt nichts anderes als eine SD-Karte mit einem Spiel drauf dabei. Aber es ist halt noch gar nicht sicher, ob da weitere Gamecards kommen. Also das ist halt alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Es wird eher gesagt, wahrscheinlich eher nicht. Und das ist natürlich schon ein bisschen enttäuschend, weil auch wenn da 20 Spiele drauf sind, jeder hat so seine Favoriten und da fehlt dem einen oder anderen vielleicht was. Und was auch noch entscheidend ist im Vergleich zu dem reinen Handheld, weil es gab ja auch schon mal früher so Neo Geo Pocket, also auch quasi die tragbare Handheld-Version der Konsole, dieser Arcade-Stick ist quasi noch mit dabei, gell? In der neuen Ausführung. Genau, in der neuen Ausführung, wenn man es halt eben dann eben in diese Docking-Station reinstecken kann, dann braucht man auch irgendwas zum Zocken. Und dann ist eben dieses Neo-Geo-Pad dabei, dieser Arcade-Stick, den man auch vom alten Neo-Geo kennt, was wirklich ein großer Brocken ist, aber der auch wirklich cool ist. Es ist meines Erachtens qualitativ jetzt nicht ganz so hochwertig wie die damalige Konsole, der Stick von der damaligen Konsole, aber ist trotzdem nett, also ist trotzdem eine coole Sache, muss man schon sagen. Was hat dich dazu bewogen, die jetzt zu kaufen? Weil es klingt jetzt ja erstmal nur nach so einem Sammler-Fan-Abzocke so ein bisschen, oder? Ich meine, was kostet diese Sammler-Edition jetzt? Diese? 150 Pfund hat es gekostet. Ja, das sind umgerechnet so 210 Euro mit Versand. So. Also ich glaube, so um die 250 Euro habe ich jetzt gelatzt oder hat das Ding gekostet. Und ja, es ist halt einfach, wenn man so ein, also es ist ganz klar, man muss schon Fan von SNK und Neo Geo sein, sonst braucht man sich das Teil wirklich nicht holen, weil so prickelnd ist der Bildschirm jetzt zum Beispiel auch nicht, mir ist ein bisschen zu dunkel und die Auflösung könnte auch ein bisschen besser sein. Auch ist es im Endeffekt jetzt keine wirkliche Konsole, die Spiele werden per Emulator, soweit ich das im Internet gelesen habe, emuliert und die sind dann qualitativ auch nicht ganz an der Qualität dran vom Original. Aber es ist halt, finde ich, trotzdem ein schönes Stück Hardware, weil es ist für mich halt ein schöner Nostalgie-Flash. Und
deswegen habe ich mir das Teil geholt. Ich bin halt einfach ein großer Fan von SNK und das ist halt Arcade-Feeling für unterwegs. Das Ding sieht, finde ich, schon sehr, sehr schick aus, hat ein sehr tolles Design. So hätte ich mir zum Beispiel eher auch eine PS Vita gewünscht, wie das aussieht. Und ja, es ist wirklich einfach ein Fanbonus. Es ist für die Leute, die Neo Geo schon immer mochten, sich vielleicht zum Teil nicht leisten konnten und jetzt eben das aufleben lassen wollen. Was kostet denn so ein Neo Geo? Also wenn man sich jetzt quasi ein altes besorgt, ist es deutlich teurer oder kriegt man für das Geld eigentlich auch schon eine alte Konsole? Boah, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es damals schweineteuer war und deswegen die wenigsten das hatten. Es gab es ja offiziell auch in Deutschland gar nicht. Und da müsste man mal gucken. Aber ich bin mir sicher, das Ding hat immer noch einen Sammlerwert, weil ich glaube nicht, dass die wie Sand am Meer in Deutschland zu haben sind. Also, wie gesagt, ich rate jetzt, aber meine Einschätzung ist, dass es jetzt nicht wirklich saugünstig ist. Die alte, du hattest mal eine, oder? Ja, genau, ich hatte mal Neo Geo. Und hast leider keine mehr. Nein, meine Mutter hat ihn einfach mal weggeworfen. Damn Was you! zu sagen? Das war echt traumatisches Erlebnis. Weggeworfen auch noch. Ich meine, ich traue immer noch meiner He-Man und Skeletonburg nach, aber die hat meine Mutter wenigstens auf dem Flohmarkt gegen Geld verscherpelt. Die habe ich noch alle. Die sind alle bei mir im Ja, Speicher. Mist. Ich habe leider nie eine Neo Geo. Ich kenne Neo Geo wirklich nur aus der Leserbriefecke mit Rainer Rosshirt. Wenn irgendwie Leute geschrieben haben, irgendwie sie haben sich jetzt so ein Ding geleistet oder irgendwelche Spieleredakteure, die früher eben berichtet haben in irgendwelchen Spielemagazinen. Ey, Für mich war das immer so der heilige Gral, mal so eine Neo Geo irgendwie zu sehen oder zu das haben. war es auch absolut. Also wirklich, wie gesagt, ich war damals der Master vom Block bei mir im Ort, weil jeder irgendwie so, boah, du hast Neo Geo. Also viele kannten das Teil ja gar nicht, weil da hat man ja nicht so viel drüber gelesen. Und dann, wenn man es aber gesehen hat, dann war mir klar, oh mein Gott, du hast die Spielhalle zu Hause. Und allein die Größe der Module zu sehen, und das war einfach eine ganz, ganz andere Liga als Super Nintendo und eben Mega Drive und oder PC Engine damals. Das waren ja Und so was richtige die. Platinen eigentlich, oder? Die man sich da reingesteckt hat. Also es war eigentlich wirklich die Arcade-Platine. Ja, genau. Im Endeffekt war es sowas, so eine modifizierte Platine, weil die waren schon noch ein bisschen anders im Endeffekt. Aber nichts anderes war es im Ende. Also, und das war halt irgendwie Wahnsinn. Ich hatte ein Spiel namens Burning Fight. Das war der 30. Final Fight-Klon, aber ich fand es so geil und ich habe das echt stundenlang mit meinem Bruder gespielt. Und ja, das war einfach ein tolles Erlebnis, weil wie gesagt, heute ist man ja verwöhnt mit guten Grafiken und damals war, heute ist ja Spielhalle nichts mehr Besonderes, weil es keine Spielhallen mehr wirklich in dem Sinne gibt und die immer mehr verschwinden, weil alles mehr auf dem Heimkonsolenmarkt gewandert ist. Aber wenn man eben damals mit seinen Eltern früher mal im Italienurlaub war und dann am Strand, dann hat man auch so eine Spielhölle gefunden, wo man dann zocken konnte und da hat man auch mal so ein Neo Geo gesehen, dann es war halt einfach wie Urlaub. Es war ja schon, also wenn ich an Neo Geo denke, dann erinnere ich mich eigentlich nur so optisch immer sofort an die ganzen King of Fighters Spiele natürlich und Fatal Fury, so diese Spiele, die eigentlich alle aussahen wie King of Fighters und alle aus der gleichen Schmiede irgendwie waren, so gefühlt. Und natürlich Metal Slug. Absolut. Das ist ja das eigentlich müsste ich ja, theoretisch müsste ich das SNK Neo Geo hassen, weil ich bin überhaupt kein Beat'em-up-Fan. Und es gibt ja wirklich unzählige Beat'em-ups, sei es King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Showdown oder wie sie alle heißen. Und aber es gibt halt eben auch Metal Slug, was unglaublich genial ist, und eben viele andere Spiele. Windjammers war ja, glaube ich, dieses wunderbar geile Volleyballspiel, was Das echt war super geil. ist. Und es gibt eben auch viele, viele coole Shoot'em-ups, von denen ich ein Riesenfan bin, wie zum Beispiel Last Resort. Wenn du da auf die feindlichen Raumschiffe geballert hast und die sind explodiert, sind dann die kleinen Figuren noch so aus den Raumschiffen, die Steuerfiguren rausgefallen und so. Oder Viewpoint, was so ein isometrisches Shoot'em-up, aber was unglaublich knüppelhart war. Und deswegen habe ich die Konsole echt geliebt, weil also es gab schon echt ein paar echt grandiose Perlen auf dem Ding. Viele von den Titeln, die wir jetzt genannt haben, sind auch dabei, also bei dieser Liste der vorinstallierten Spiele. Wir haben es natürlich verlinkt. Fehlt dir irgendwas Besonderes? Wie ist so die Fanreaktion? Also warum jetzt genau diese 20 und warum, was fehlt? Ja, das kann ich jetzt auch gar nicht so genau sagen, warum diese 20. Also ich habe jetzt aber auch schon von diversen Leuten eben gelesen, dass Windjammers eben fehlt. Das haben viele Leute sehr gemocht. Oder eben, ich finde auch, da könnten mehr Shoot'em-ups drauf sein. Metal Slug ist drauf, etliche Kampfspiele sind drauf, Beat'em-up-Spiele, League Bowling und Super Sidekicks, Cyber-Up, das habe ich noch gar nicht, ist glaube ich auch ein Beat'em-up, Alpha Mission 2, King of Monsters, Mutation, was ist das? Das kann ich gerade gar nicht so
richtig lesen auf dem Bildschirm. Namen 1975, ja, Mutation Nation. Also puzzelt. Es ist von allem so ein bisschen was dabei, aber wie gesagt, das könnte man durchaus noch erweitern. Und ich frage mich selber, wie die jetzt diese 20 Spiele gewählt haben, wie es jetzt dazu unbedingt gekommen ist. Ob, ja, weiß ich, also ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ne? Kritikpunkt ist ja, hast du auch schon angesprochen, dass es ja nur so halb emuliert ist eigentlich und ja. Dafür wird es wirklich Geld ausgeben. Also die meisten der alten Neo-Geo-Spiele findet man ja auch über die Virtual Console, über Xbox ja. Live Arcade, über auf der Vita zum Beispiel, also gerade auch im Vergleich zum Handheld, hat man, denke ich, auch das deutlich bessere Display. Ja, es lohnt sich, glaube ich, für Fans, die jetzt mal diese alten Neo-Geo-Spiele nachholen wollen, jetzt nicht zwingend, oder, diese Special Edition zu kaufen. Man kommt da auch auf andere Wege hin. Weil wie du sagst, es gibt viele Neo-Geo-Spiele, kann man sich auf den Download-Marktplätzen besorgen und so weiter und so fort. Es ist für mich einfach ein netter Fan-Bonus. Es ist, wie gesagt, hardware-technisch nicht das absolute Highlight. Der Bildschirm ist jetzt auch nicht so megamäßig aufgelöst und so. Und wie gesagt, der könnte heller sein. Ich finde es aber trotzdem einfach schön, weil also das ist halt einfach so ein bisschen, ja, man kauft es unter dem Aspekt Nostalgie-Flash und weil man eben die Firma Neo Geo mag oder beziehungsweise SNK und deswegen hat man sich das, also habe ich mir das geholt, weil das für mich so ein Stück Kindheit ist, was ich mir da geholt habe, aber in modernem Gewand und so und auch wenn es natürlich mein Original Neo Geo nicht ersetzen kann, eine der schönsten Konsolen ever war, meines Erachtens vom Design, aber ja, es ist, man muss es nicht haben, man muss es wirklich nicht haben. Wie, der Handheld selber, hast du den irgendwie schon mal mitgenommen? Also ist der kleiner, größer wie die Vita? Er ist größer, als ich erwartet habe. Er ist ein bisschen kleiner als die Vita. Er ist aber meines Erachtens um einiges formschöner. Er sieht im Endeffekt aus wie so ein großes iPhone 4. Mhm. Auch der Rand ist so gemacht wie so beim iPhone, dass es so ein bisschen sich abhebt da. Und er ist ziemlich leicht, liegt gut in der Hand, hat 4 Schulterknöpfe. Wovon die inneren Schulterknöpfe, also die sind welche innen und welche außen, was ein bisschen komisch ist, die inneren sind so ein bisschen lapprig. Der Analogstick, der, soweit ich gehört habe, kein echter Analogstick ist, sondern so eine Art Digi-Steuerkreuz mit einem Stick obendrauf, ist ganz witzig, der macht auch ein nettes Geräusch. Vielleicht könnt ihr das hören, Achtung. Hast du das Klicken gehört? Ja, ja. Genau, der klickt immer so, wenn man den in eine Richtung bewegt. Daran muss man sich gewöhnen, das finde ich aber eigentlich ganz cool, weil dann merkt man auch ganz genau, man hat auch gleich so ein bisschen Feedback, wann man den Punkt getroffen hat. Der ist leider nicht griffig genug, meines Erachtens. Wenn man da so ein bisschen Zockerhände hat, meinend, dass man so ein bisschen schwitzt oder so, dann kann man da so ein bisschen abrutschen. Aber ja, ich finde den sonst einfach echt schick. Hinten ist er so geriffelt, so ein bisschen gummiert, dass man den auch gut in der Hand halten kann. Also designtechnisch finde ich den echt richtig, richtig schön. Aber man kann halt leider nicht mehr damit anfangen. Also man kann jetzt nicht, ist jetzt nicht einfach nur ein Emulator, den man startet und man kann selber irgendwie über einen kleinen Hack oder irgendwas noch andere Spiele draufladen. Das habe ich aber schon gelesen im Internet, dass es das gibt, dass es da Leute gibt, die das Ding gecrackt haben und da schon Sachen mitmachen können und so. Also das habe ich schon gelesen, dass das wohl irgendwie schon in der Mache ist oder schon draußen ist. Also das wird früher oder später auch kommen. Ich glaube, das ist auch jedem bewusst, der sich das Teil holt, dass man sowas damit machen kann und ist auch der Firma bewusst, die das Ding rausgebracht hat. Kann man ja nur hoffen, dass sie selber noch irgendwie weitere Spiele auf Game Disc oder wie heißt das Ding? Game Cards rausbringt. Ich glaube, ein so Ninja-Spiel haben sie, glaube ich, schon rausgebracht. Genau, Ninja Master, das ist eben auf Game Card, das habe ich noch gar nicht gezockt, das habe ich noch gar nicht ausgepackt. Aber ich finde es halt auch cool, weil, also ganz ehrlich, ich würde mir schon vielleicht das ein oder andere Spiel auf Game Card holen, einfach aus Liebe zu dieser Firma und eben zu diesem Stück Hardware. Ist es denn noch offiziell? Also machen die das selber noch? Das wird, glaube ich, irgendwie von SNK ja autorisiert, aber hergestellt wird es von anderen, soweit ich mitbekommen habe. Also in Europa kommt es über die Firma Blaze und die verkaufen das auch. Und ja, so funktioniert das irgendwie. Also ich glaube, die Hardware wird nicht selbst von SNK hergestellt. Aber es ist noch lizenziert und alles, genau. Ja, genau. Also es ist schon ein offizielles Ding, ist jetzt nichts irgendwie vom China-Lastwagen gefallen. Ja, gibt es ja auch durchaus so schlechte Nachbauten. Ja. Und jetzt weiß man, genau, man kann diesen Handheld auch alleine kaufen, gell? Oder ist zumindest geplant. Also man braucht nicht diese Docking-Station und diesen Arcade-Stick dazu.
Soweit ich gehört habe, ist das so, aber ich habe bis jetzt überall nur diese limitierte Edition gesehen mit dieser Docking Station, was ich persönlich aber auch ganz schick finde, weil wenn man schon kein Neo Geo hatte, dann hat man wenigstens diese Docking Station, die ja aussieht wie der Neo Geo, bloß halt ein bisschen kleiner. Und das finde ich schon ganz, das finde ich schon eine coole Idee. Also, wenn eine Docking Station, dann ganz ehrlich, sowas. Das sieht einfach viel cooler aus, als wenn es einfach nur so ein doofer Ständer wäre, in dem man das Ding reinstellt. Das stimmt, ja. Hast du noch ein bisschen Hintergrund wie das Neo Geo damals entstanden ist, wenn du so eins hattest und Fan bist? Also hat sich das für die Firma gelohnt damals? Weil es klingt ja schon nach einem sehr starken Nischenprodukt, so quasi für sich selber eine Konsole zu entwickeln. Ja, also das war halt schon so, das SNK war ja vorher in der Spielhalle eben sehr aktiv und sehr tätig, und die haben halt gemerkt, dass die Spiele ganz gut ankommen und haben dann eben dieses AES-System gemacht und halt in ihrem eigenen Land dann sozusagen vertrieben. Und ja, kann man halt schon gemerkt, dass es gut ankam. Es war halt einfach schon immer Nische, das muss man schon ganz klar sagen. Aber diese Nische hat es ausgefüllt und da gab es eben schon viele Fans davon, weil gerade die Beat'em-ups von SNK waren ja schon immer sehr gut und wurden auch immer gerne als Konkurrenz zu Capcom gesehen und so. Und so hat sich das Ganze einfach entwickelt. Also deswegen gab es das Ding. Ich glaube, entwickelt hat sich auch daraus, habe ich mal irgendwo gelesen, dass also dieses Neo Geo ein System für die Arcade entwickelt hatte, dass sie nicht jedes Mal die komplette Platine austauschen müssen, sondern die haben sich gedacht, wir machen ein Grundmodul sozusagen oder ein Rechner, der das leisten kann, und dann können wir per Software die neuen Spiele draufladen. Genau, Daraus ist es, glaube ich, entstanden. Das war ganz, ganz geschickt eigentlich, weil es dann eben viel simpler war, als wie du sagst, dass die ganze Platine da immer auszutauschen, sondern einfach eben, man hat diese Grundhardware, auf der das Ganze basiert dann. Ja. Spannend, spannend. Also vielleicht, ich bin ein bisschen unschlüssig. Ich habe halt Metal Slug und so dann alles später nachgeholt. Eben, wie gesagt, auf Vita und auf der PSP und so gab es ja auch dann schon Emulatoren. Auf Xbox Live Arcade gibt es viele davon. Ich sehe noch nicht so richtig den Grund, mir so diese Hardware-Version zu kaufen. Aber ich glaube, da hängt echt viel Nostalgie dran. Wenn man selber mal sowas hatte und es nicht mehr hat, dann ist man da, glaube ich, auch genau in der Zielgruppe dafür, so wie du. Absolut, also das, wie gesagt, das hat definitiv was mit Nostalgie zu tun, und ich find's echt ein cooles Gerät. Es hat seine Mankos, wenn man das Geld übrig hat und man mag einfach Hardware und Konsolenkram, dann kann man da meines Erachtens schon zugreifen. Wenn es einem nicht gefällt, dann schickt man es halt wieder zurück oder verkauft es bei eBay. Ich find's eine coole Sache und ich bereue den Kauf auf jeden Fall nicht. Musstest du irgendwelche Schlingen umfahren, weil du in Deutschland bist, oder ist es problemlos bestellbar? Das ist problemlos bestellbar. Das war ein Händler in England, der hat die Dinger gehabt und rübergeschickt. Alles wunderbar. Cool. Gut, gut. Ansonsten eben, ich habe auch noch mal das Video, was sehr schick ist, das Produktvideo verlinkt. Also die haben es wirklich gut geschafft, das Ding in Szene zu setzen, dass man danach eigentlich gleich Bock hat, das Ding mal anzufassen irgendwie. Ja, also wie gesagt, ich finde, es sieht ultra schick aus. Also es ist ein tolles, also ich finde es schon cool. Mir gefällt es richtig gut. Gut, dann danke ich dir für den kleinen Besuch. Habt ihr das Produkt auch bei InsertCoin irgendwo gezeigt oder behandelt? Das wird jetzt dann am Freitag, das ist dann der, ich glaube, der 18. oder so, wird's, zeigen wir es in der Sendung ein bisschen genauer. Wunderbar, ja. Dann verlinken wir das natürlich auch noch dazu. Cool. Dann könnt ihr euch das gleich angucken und nahtlos weitermachen nach dem Podcast, die Folge noch mit angucken. Jo. Super. Dann danke für deinen Besuch und Grüße an die Chefredaktion. Gerne. Wieder einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.